Hallo ihr Lieben, wir haben jetzt bald den 31. Oktober und viele von euch wissen, das ist ja Halloween und ich möchte heute kurz darüber sprechen, über die Geschichte von Halloween. Es ist tatsächlich ein altes keltisches Fest, das die Kelten gefeiert haben an diesem 31. Oktober. Also sie hatten dieses Fest, das Samhain genannt wurde und es bedeutet so viel wie Ende des Sommers. Und zu dieser Jahreszeit, wo das Sommer aufgehört hat, haben sie daran geglaubt, dass die Sonne absinkt und wirklich ins Tiefe absinkt und der Winter kommt. Und sie haben das gefeiert als das neue Jahr am 9, am 1. November, also der 31. Oktober ist dieser Zeitpunkt, wo das eine Jahr aufgehört hat und das neue Jahr begonnen hat. Und dieser Raum dazwischen, zwischen dem Ende des Jahres und dem Beginn des neuen Jahres, war so, dass die Zeit stillgestanden ist. Und weil sie das eben an das geglaubt haben und dass da dieser Schleier zwischen der realen Welt und der unsichtbaren Welt weit offen steht. Und auch wirklich die Geister, die in der unsichtbaren Welt sind, zu ehren und einzuladen. Und sie haben auch ihre Kranken oder ihre Sterbenden Mitmenschen geehrt und ihre Ahnen eingeladen, die schon verstorben sind. Und ob du das jetzt gewahr bist oder nicht, es geht wirklich um alle diese Rituale, die damals gefeiert wurden. Das ist wirklich die Energie hinter Halloween. Und wenn du dir dessen gewahr bist, dass du um diese Zeit des Jahres echt einfach sehr viel spürst von der unsichtbaren Welt und der Geisterwelt, also wenn die Menschen sich umziehen und sie verkleiden sich als Geister, dann laden sie auch diese Spirits ein. Also wenn du viele Störungen hast oder also dich ängstlich fühlst oder gestresst oder so oder etwas dich in deinen emotionalen Zustand stört, dann könntest du dorthin schauen, energetisch, was geht da ab, wessen bist du gewahr? Ist da wirklich mehr Spirit-Aktivität zu dieser Zeit oder bist du gewahr dieser geistigen Welt, weil dieser Schleier sich eben lüftet? Und wie kannst du dann damit kommunizieren mit dieser Welt? Deshalb habe ich diesen Online-Call kreiert zu Halloween, Lüfte den Schleier, um mit den Spirits zu kommunizieren, zu sprechen, die mit dir kommunizieren möchten zu dieser Zeit. Also in diesem Call wird es darum gehen, um die Geschichte von Halloween, was waren die Traditionen von Samhain, die keltischen Traditionen. Also es ist nicht wirklich nur eine keltische Tradition und es gab es schon einfach viel früher. Also das geht vielleicht zurück zu den Zeiten, als wir Hexen hatten und Zauberer und Hexenkraft und Zauberkraft. Und da wurden einfach viele Rituale damals gemacht. Und was wir jetzt machen können heutzutage in der modernen Welt, ist einfach dorthin zu schauen, was wurde da gefeiert, was waren die Traditionen, was waren die Rituale und einfach schauen, wie können wir das empfangen, wie können wir diese Traditionen empfangen und in unserer modernen Welt anwenden. Was nicht heißt, dass wir das alles machen müssen, was sie gemacht haben. Die Druiden und die keltischen Priester, die sie waren, die gedacht haben, also die daran geglaubt haben, dass sie zum Beispiel die Zukunft vorhersehen konnten. Also die hatten viele Rituale damals. Und wir müssen das alles nicht heute machen, aber wir können in diese Energien hineingehen, zu dieser Jahreszeit, an diesem Tag, mit unseren Werkzeugen, mit unseren Fragen und unserem Gewahrsein oder in einen meditativen Zustand gehen und einfach fragen und um etwas bitten. Gibt es etwas, was wir wissen müssen? Können wir in die Zukunft jetzt eintauchen zu dieser Zeit? Also darum wird es auch gehen an meinem Halloween-Call am nächsten Dienstag. Aber ich werde auch Klarheit oder Entitäten, Klarheit mit Entitäten, die uns stören oder so, das werden wir auch üben. Auch eine Meditation werde ich mit euch machen, wo du mit diesen, mit deinen Ahnen oder mit Spirits kommunizieren kannst oder auch
Freunde, die nicht mehr am Leben sind, die vielleicht mit dir in Kontakt kommen möchten, gerade zu dieser Zeit. Genau, weil eben dieser Schleier sich lüftet an diesem Tag, an diesen Tagen. Dann werden wir auch damit spielen. Gibt es Informationen über die Zukunft, wo wir Zugang jetzt bekommen und einfach auch diese Traditionen zu ehren und die alten Rituale unserer Vorahnen, unserer Vorfahren. Also ich möchte das gerne einfach ehren, was da passiert ist, einfach immer zu dieser Jahreszeit von unseren Vorfahren und von denen, die diese Feste gefeiert haben. Und wie können wir das in 2023 sozusagen einbauen? Und dieses Trick-or-Treat und dieses ganze Halloween, das haben die Iren damals nach USA gebracht. Und das war aber erst im 20. Jahrhundert. Und das hat dann damals aufgehört, dass man da wirklich einfach die Vorfahren ehrt und die Verstorbenen ehrt und einfach nur mehr Party macht. Und da haben wir etwas verloren von dieser Geschichte und von unseren Traditionen. Aber die Energie ist natürlich noch immer da. Also ich möchte das gerne ehren. Die Energie hinter Halloween und einfach Zugang finden, was wir da aktivieren können, damit wir mehr Leichtigkeit zu dieser Jahreszeit haben können. Also ihr seid herzlich willkommen dabei zu sein. Es ist an Halloween ungefähr eine Stunde, eineinhalb. Und es heißt, lüftet den Schleier zu Halloween. Tschüss, ihr Lieben.